Jo, was geht ab, Leute? Ich bin Jakob Grün. Neben mir sitzt die wundervolle Mel. Was geht ab? Wir sind hier bei Wisst ihr noch und drehen das Schulquiz. Let's go. Wann wurde in Deutschland der Euro eingeführt? Oh mein Gott. 2002. Nee, 1. 2001. 2002 oder 2001? 2001. 2001. 100%ig. Lock 2001. Oh, Mann! Wie heißt der Maler dieses Bildes? Van Gogh. Wie viele Sinne hat ein Mensch? 5! Das wusste ich von Anfang an. Wie heißt dieses Tier? Chamäleon. Oder? Ja. Ja, wusste ich. Yeah! Danke! Der, die und das sind? Der, die, das. Artikel? Das stimmt. Wie heißt diese Person? Es gibt so viele alte Männer mit weißem Bart und Glatze. Der könnte auch mein Opa sein. Ich war nicht so gut in der Schule, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Was? Newton. Scheiße. Wie heißt die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Magdeburg. Scheiße! Boah, ich war so raus. Ich so, oh, liegt Mecklenburg-Vorpommern. Ist Magdeburg überhaupt irgendwas von irgendwas? Okay. Knapp daneben. Wie heißt dieses Bundesland? Ich weiß, was drunter ist. Saarland, oder? Ja. Was ist drüber? Das ist Baden. Ich bin so schlecht in sowas. Dabei fahre ich andauernd durch Deutschland. Ich weiß es. Rheinland-Pfalz. Ja! Haha! Gemein. Hessen ist rechts daneben. Und da drunter ist Baden-Württemberg. Und da links darunter ist Saarland. Und da drüber ist NRW. Wer hat offiziell Amerika entdeckt? Ich glaube, ich weiß es. Nein, ich weiß nicht. Kolumbus? Ja! Ja? Oh! Danke! Wie heißt diese Person? Oh mein Gott! Echt jetzt? Absolut gar keine Idee. Beethoven oder Beethoven? 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 Oder Amadeus? Wer war das? Oh mein Gott, ist das nicht... Wie heißt dieser Typ, der Romeo und Julia geschrieben? Ist es der? Das ist nicht Shakespeare. Oh mein Gott, ich bin voll raus. Ich sag Mozart. Mozart. Ey, nein, ich hatte recht! Alles Taktik, alles. Wie lautet der Satz des Pythagoras? Ah, Mathe, ich bin raus. Kannst du selber machen. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Was? Oh mein Gott! Das schockiert mich gerade wirklich hart. Warum? Du bist doch Student. Ich war Jurastudent. Da musst du nichts für können. Gar nichts. Der sagt, für Jurastudie muss man nichts können. Oh mein Gott. Okay, wir können weitermachen an dieser Stelle. Wow. Wer ist diese Person? Oh, wieder so eine alte Person. Das sieht aus wie ein Dichter. Ja. Dichter und Denker. Wer kann es sein? Ich weiß es vielleicht. Denk noch ein bisschen länger nach. Schiller. Nein. Ich wollte schon sagen, ich mach's so fertig. Was ist eine Oktave? Also. Jetzt geht's los. Die Oktave ist eine Note, die 8 Stufen drüber ist. So, kann man das so erklären? Ich bin Sängerin, ich muss das wissen. Oh mein Gott, der Blick. Aber ist schon richtig. Weil es ist ja, ich sing ah und dann mach ich ah. Es ist das. Okay, kriegst du den Punkt. Ja? Kriege ich eigentlich, wenn ich gewinne? Ehre. Was ist ein Piktogramm? Was ist ein Piktogramm? Ich habe keine Ahnung. Also in der Elektrik nennt man das Rettungszeichenleuchte. Ich habe bestimmt nichts mit dem Zusammenhang zu tun, aber ja, ist das meine Antwort. Symbolinformation vereinfachte Grafik. Ein Symbol, das Informationen vereinfachte grafisch darstellt. War das jetzt richtig? Nein, das war eigentlich nicht richtig. Ich habe was Schlaues gesagt. Ist okay. Wie heißt dieses Tier? Ein Ameisenbär. Nee. Nein, ich will noch. Schnabeltier. Fuck.
Gibt's einen Ameisenbär überhaupt? Ja, ne? Aber doch? Der hat so einen langen Rüssel. Ich bin enttäuscht. Was ist die durchschnittliche Blutmenge eines Menschen? Nee, mach falsch. 5 Liter. Nein, das wollte ich sagen. Falsch. 5,5. Wie heißt dieser Planet? Pluto. Saturn. Nein, ich wusste es. Stimmt. Nein. Kann ich das mit nach Hause nehmen? Was ist das Reimschema im Kreuzreim? Oh mein Gott. Ich bin nicht so gut in sowas. Ich nicht? Nee, es kommt nämlich aus mir raus. Ich mach nicht nach, oh mein Gott, muss ich jetzt den Text so und so schreiben? Also Kreuzreim ist A, B, A, B. Nein, A, B, B, A. Doch, A, B, A, B. A, B, A, B. A, B, A, B. Ja! Ja! Okay. Wie heißt der zweitgrößte Fluss Deutschlands? Boah. Der Rhein? Oh mein Gott! Mann. Oh. Echt? Congratulations. Thank you very much. Jo Leute, das war's mit dem Schulquiz bei Wisst ihr noch? Mein Name ist Jakob Grün, neben mir sitzt die wunderbare Mel. Social Media mäßig findet ihr mich, jakob.grün, überall. Ich bin Melissa offiziell mit einem S, Leute. Mit einem S. TikTok Mel, YouTube Melissa offiziell. Nein, Spaß. Okay. War das zu viel? Wenn ihr noch mehr sehen möchtet, oben abonnieren. Hier das eine Video. Hier das andere Video irgendwo. Gönnt euch.